Nicht zu lange stehen bleiben. Gut. Und keine Zwischenfälle. Ich gucke mich erstmal natürlich ein bisschen um. Ich schaue mal, ob ich hier irgendeinen Kontrollpunkt finde. Ich bin nicht sicher, ob ich sie kenne. Do not disturb. Ich werde mich erstmal weiter umschauen. Wie in alten Zeiten. Als Kind habe ich immer auf dem Verandadach gelegen. Hab die Wolken angeschaut und meine Ach, wie süß. Er hat die Wolken angeschaut. Ein Radio. Damit können wir die Leute ablenken. Das wollen wir jetzt aber erstmal nicht machen. Wir wollen erstmal... Was geht hier? Was ist hier? Hey, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir? Hey, du bist aber ein unhöfliches Arschloch. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann mich als Zimmermädchen verkleiden. Was liegt da? Eine Flasche. Schauen wir erstmal ins Badezimmer. Was haben wir hier so? Kondome, natürlich. Kein Kontrollpunkt. Und auch noch keine Beweise gefunden. Das hätte man vielleicht unten noch machen können. Ich komme... Hey, ich meine ja nur, Mann. Ich habe den Kerl in Aktion erlebt. Sein letzter Gegner sitzt jetzt im Rollstuhl. Wenn dieser Mexikaner Sanchez erstmal Blut geleckt hat, ist er nicht zu stoppen. Na, da geht's wohl um den brutalen Bodyguard. Ach, eine Vase. Ich dachte, ich kann die Flyer da lesen. Ein Tatort zu betreten ist verdächtig. Wow, wow, wow. Ich stehe doch nur davor. Ich sollte vorsichtig sein. Ich habe dieses Rumgeeiere satt. Niemand zwingt dich dazu. Hey, ich habe so viel in uns investiert. Und dir ist immer nur alles scheißegal. Privaträume immer ich hab hier alle Zeit vorsichtig. Wartest du vielleicht, ob dir nicht noch was Besseres über den Weg läuft? Komm, das ist unfair. Die streiten sich. Vielleicht verlässt einer von beiden gleich das Zimmer. Schieben, um diese Reise zu bezahlen. Du hast seit 3 Monaten nichts zur Miete oder für die Lebensmittel beigesteuert. Du bietest mir nie an, dass du mal kochst. Gott du machst keine Wäsche. Ins Reine zu kommen. Du willst nie mit mir reden und hast mich seit Wochen nicht angefasst. Er versucht mit Gott ins Reine zu kommen. Und sie wirft ihm voll die Sachen vor. Mit Gott ins Reine zu kommen. Wow, echt super. Ganz ich könnte die Nurse jetzt hier Nurse nee, nicht Krankenschwester, sondern Zimmermädchen ruhigstellen. Aber das wollen wir gar nicht. Wir gucken mal, ob wir uns in den Privaträumen da nicht ein bisschen umschauen können. Wir wollen ja einen subtileren Weg nach oben finden. Okay, das Eindringen ist hier natürlich ein bisschen problematisch, aber ich glaube, da geht's doch auf... Haben wir nicht sowas wie eine Map hier? Birdies Informationen stimmen immer. Nee. Das wollen wir nicht. Herausforderungen nicht stören. Was haben wir da gemacht? Obere Stockwerke, okay. Können wir da wohl einfach reingehen? Ich versuche nochmal einen Kontrollpunkt zu finden, weil wenn ich da nämlich reingehe und die erkennen mich Hallo? Und fangen dann an zu ballern, das fände ich nicht gerade so toll. Weißt du. Was, du Oder Moment, das war doch ein Kontrollpunkt, als ich natürlich hier oben angekommen bin. Ja, also das ist der Straßenpreis. Dann versuche ich einfach mal durchzukommen. Feindliches Gebiet, ein Tatort. Was ist hier passiert? Kurzlauf-Mustang, nee. Klavierseite und Messband austauschen. Ein Messer. Da hinten geht's weiter. Schauen wir uns mal um. Hey, ich bin hier fast fertig. Die totale Sauerei. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Oh. Zumindest nicht in diesem Monat. Da war überall Blut. Der Kerl hat einen Schraubenschlüssel benutzt. Kannst du dir das vorstellen? Ja, nein, kein Scheiß. Er hat sich selbst mit einem Schraubenschlüssel Sich selbst mit einem erschlagen. Schraubenschlüssel erschlagen. Nee, ist ich klar. Weiß, ich hätte auch nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Aber die Polizei sagt, genau so wäre es gelaufen. Sehe ich vielleicht aus wie ein Cop? Ich mache hier Die wird hier gleich ankommen, dann werde ich in den Schrank gehen. Genau jetzt. Da kommt sie. Wehe, die macht jetzt den Schrank auf. Das wäre echt... Oh, jetzt macht die genau vor dem Schrank sauber. Das gibt's doch nicht. Okay, sie geht raus. Links unten auf dem Radar sehen wir das noch.
Können wir... Wir können leider nicht um die Ecke gucken. Aber sie scheint raus zu sein. Okay. Unsere Chance jetzt hier durch. Ah, wir sind hinter dem Gitter rausgekommen. Sehr gut. Da rechts geht's nach oben. Feueralarm auslösen. Ja, hallo. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Ich würde vorher gerne speichern, aber das funktioniert leider nicht. Okay, was passiert jetzt? Sehr gut. Kommen die... Wenn die jetzt hier lang kommen, dann bin ich gearscht. Komme ich jetzt durch? Nee, natürlich nicht. Wer hat hier rumgezündelt? Ja, kacke, wie komme ich denn da jetzt durch? Wir könnten versuchen, jetzt außen rum zu kommen. Und dann so... Oh nein, die kommt jetzt hier rein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist bestimmt die Putze. Was will die denn jetzt hier? Ja, mein Gott, ey. Die vermasselt uns noch den ganzen Plan. Hau doch ab, du blöde Putze. Okay, ich glaube, es ist sicher. Ach, scheiße, was macht die denn da noch? Komm, wir gehen jetzt einfach so raus. Oh Gott! Scheiße! Dreh dich bitte nicht um. Dreh dich bitte nicht um. Ja, genau, da hinten und da hinten ist noch ganz viel Staub. Verflucht, wer hätte mich denn da gesehen? Okay, ich riskiere es mal hier rauszugehen. Hat der Feueralarm jetzt was gebracht? Hier bei dem Treppenaufgang? Ich hoffe es doch. Ah ja, ist doch gut. Ich bin doch schon weg. Mann, ich stehe doch hier nur und begutachte dieses schöne Gatter. Aber es sieht so aus, als wären die da weg. Das ist nicht einfach. Und das ist nur Schwierigkeiten normal. Ich möchte nicht wissen, wie das auf Profi ist. Okay, jetzt könnte es klappen. Ich gehe mal rein. Und ich gucke mich erstmal unten um. Vielleicht haben wir da ja einen... Ah ne, hier können wir gar nicht rum. Okay. Dann schauen wir mal oben. Wenn mir der mexikanische Bodyguard gleich Probleme macht, dann jag ich dem... Ah, ich habe ja keine Sil... Oh, ich habe meine geschallgedämpften Waffen ja gar nicht dabei. Aber hier ist Kontrollpunkt. Hoho. Sehr gut. Das scheint nicht der richtige Weg gewesen zu sein. Jedenfalls nicht der, vor dem man Punkte kriegt. Aber na gut. Ich bin wenigstens unbemerkt hier hochgekommen. Die Treppe bewachen? Scheiße, der kommt hier gleich rein. Bitte, wie war das? Ich hab gesagt, pass auf, dass du keine Wehtun. Ja, genau. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, wer ist da? Fuck, die haben mich gehört, weil ich kurz gesprintet bin. Scheiße. Ich versuche mich hier unten zu verstecken. Verdammte Axt, ich hätte schneller reagieren müssen. Kommt der? Ich höre schon Geräusche. Nee, ich glaube, wir konnten ihn abwimmeln. Ach Gott, ey. Ach, Mantaku ist im Chat. Hallo, Mantaku. Oh, shit. Dass er uns nicht sieht. Ich werde nochmal einen Tacken nach unten gehen. Der muss da weg. Haben wir hier nichts zum Ablenken? Na, ah, er bewegt sich. Ja, genau, mein Lieber. Bleib mal schön da hinten. Okay. Nein, Tür bleibt offen. Hallo. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Verfluchte Sch...
Wenn er jetzt gleich an mir vorbeigeht, dann könnte ich mir den da hinten schnappen. Hoffentlich sieht er mich nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt darf er das nur nicht hören. Jetzt darf er das nur nicht hören. Ruhig stellen, komm, beeil dich. Jetzt schleppe ich ihn erstmal hier drunter. Ah, hier ist ein Schrank. Super. Komm, beeil dich. Fuck. Nee, 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 das machen wir nochmal. Sowas Doofes. Das gibt's doch nicht. Hey, komm mal her. Komm schon, mach das Ding an, okay? So, jetzt sind wir hier. Das ist aber auch nicht schneller gehen. Schaffst du selber nicht. Genickbrechen geht vielleicht schneller, aber natürlich. Verdammt. Ich weiß, wie das vier Ding Viewer, angeht. Jawohl, ja. Ich wollte nur sicher sein, okay, dass du es auch weißt. Angenommen, ich hätte es vergessen. Warum zeigst du mir nicht, wie man den Projektor anmacht, hä? Hey, würde ich echt gerne machen, aber ich muss die Treppe bewachen, also... Treppe bewachen. Geh mal schön die Treppe auf, bewachen. Dass du dir nicht wehtust. Ja, Treppe bewachen, bitte, los. Wie war das? Ich hab gesagt, pass auf, dass du keinem wehtust. Ja, genau. Nein, Manta, ich... Ja, jetzt hat er mich gesehen, ist klar. Keine Bewegung. Bam, Baby! Oh, ja. Leck mich doch am Arsch. Der Manta, der hat ist mal wieder nicht auf dem Laufenden. Hey, komm mal her. Komm schon, mach das Ding. Dann betrete ich halt hier mal kurz den Schrank. Schaffst du selber nicht, hä? Doch, natürlich. Ich weiß, wie das Ding angeht. Ich wollte nur sicher sein, okay, dass du es auch weißt. Angenommen, ich hätte es vergessen. Warum zeigst du mir nicht, wie man den Projektor anmacht, hä? Das gibt's doch nicht. Man muss doch genügend Zeit haben, den Typen dazu erdrosseln. Die Treppe bewachen, also... Pass auf, dass du dir nicht wehtust. Bitte, wie war das? Ich hab gesagt... Na komm, verschwinde. Geh die Treppe bewachen. Ja, hau ab. Okay. Jetzt heißt es beeilen. Vielleicht muss ich auch schneller drücken. Ich weiß es nicht. Komm, Junge, beeil dich. Alter, wie lange der braucht. Oh oh, jetzt schnell mit rein. Komm, schnell mit rein. Uah, jetzt steht er hier neben uns. Jetzt guckt euch das mal bitte an. Wer steht die ganze Zeit da an dieser Scheißtreppe? Und wir haben massig Zeit. Wieso habe ich mich denn jetzt so beeilt überhaupt? Aber das lief doch ganz gut. Friedlicher Hitman, genau. Deshalb lasse ich hier auch die ganzen Leute. Erdrossel ich die ganzen Leute. Die richtigen Leute, die kriegen schon auf den Sack. Aber ich bin ein heimlicher Hitman. Ein Haha. Das ist eine Abkürzung für noch was anderes, ja, aber... Jetzt kommt der nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der steht die ganze Zeit jetzt an dieser Scheißtreppe rum. Naja, mich soll's nicht stören. Wir können ja jederzeit zurück in den Schrank, wenn der sich da unten links bewegt. Jetzt haben wir natürlich gerade noch in der Missionsbeschreibung gesehen, dass man hier einen Film starten kann. Oh, eine fette Mossberg liegt da. Oder auf jeden Fall irgendeine andere Schrotflinte. Benötigt eine 35mm Filmrolle. Ja, hier liegen doch genug rum. Hier ist ein ganzer Stapel von den Dingern. Hier ist eine Schere. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Filmrolle. Ich könnte mich eigentlich auch verkleiden. Sehr schön. Jetzt sind wir hier wenigstens nicht mehr ganz so auffällig unterwegs. Das brauchen wir nicht, wir haben volle Gesundheit. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Ist das da hinten? Es könnte eine Filmrolle sein, oder? Da liegt sie. Ja, die holen wir uns. Dann starten wir den Film und dann... Die Schrotflinte gibt Punkte. Der Mantaku meint im Chat gerade die Schrotflinte gibt Punkte. Na komm. Alter, nimm sie doch.
Ja, genau. Wieso kann ich den jetzt nicht nehmen? Ach, dann halt nicht. Komm, dann lasse ich das Ding da liegen. Benutzen würde ich es eh nicht. Wir versuchen an die Filmrolle ranzukommen. Alter, diese Spannung hier, das macht diese Musik macht das Ganze nur noch schlimmer. Okay, das wird nicht leicht, an die Filmrolle ranzukommen. Und jetzt stellt euch das mal vor, das Ganze versucht man ohne einen einzigen Verkleidungswechsel. Ich glaube, das wird ein bisschen unmöglich. Scheiße, kommt er hier hin? Nee, nee, sehr gut. Der Instinkt hilft doch sehr, muss ich ja sagen. Kann ich sehen, wie der läuft, wenn der nicht läuft? Wie leise der sich bewegen muss. Ich meine, das ist zwar Teppich, aber trotzdem. Ich bin Zentimeter hinter dem. Auf jeden Fall geht er eine Runde, das können wir ausnutzen. Wir gehen die Runde einfach mit und schnappen uns dann auf dem Weg die Filmrolle. Nein, F! Oh, fuck, schnell. Ich wollte E drücken. E ist doch so der Standard-Button. Ich bin hier gerade so aufgeregt. Ich bin voll angespannt. Aber gerade das macht Hitman so gut. Man könnte hier natürlich durchlaufen, alle abknallen, aber dann wird die ganze Spannung überhaupt nicht aufkommen. Dieses, verdammt, die können mich jederzeit entdecken. Okay, das lief doch gut, das lief doch gut. Jetzt zurück in den Filmraum. In den Projektorraum. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ach, guck mal, das lockt die ganzen Wachen dahin. Sehr gut. Ja, unsere Chance, oder? Zimmer 899. Okay, die kommt zurück. Fuck, schnell rein da. Alter! Scheiße, beeil dich! Ich dachte, das Ding ist einfach offen und jetzt muss hier jetzt noch das Schloss knacken. Boah, lecco mio. Schmerzunterdrückung 1 freigeschaltet. Ah, schön. Okay, soweit so gut. Wir sind im obersten Stockwerk in Zimmer 899. Der direkte Weg kommt nicht in Frage. Ich brauche einen anderen Eingang. Hier scheint was zu sein. Ein Lüftungsschacht. Boah, das ist aber eng. Mein lieber Freund. Ihr Name ist Victoria. Und sie ist eine Menge Geld. Ah, die reden über die Kleine. Sie scheint so eine Art Wunderkind zu sein. Keine Ahnung. Egal. Wir gehen rein, schnappen sie uns und verstecken sie, bis die sie freikaufen. Und die wollen die kidnappen. Was ist denn jetzt los? Was war das jetzt? Ach, okay. Das war die Mission. Ich dachte, ich wäre jetzt gestorben, weil da irgendwie eine Gasexplosion kam oder so. Es gab auch keinen Kill-Auftrag. Es gab nur einen Auftrag, da hinzukommen. Gut, wir haben freigeschaltet Instinktiver Schuss 1. Der Markierungsmodus beim Zielfeuern verbraucht weniger Instinkt pro Zeit. Und die nächste Stufe ist, verringert die Markierungskosten nochmal. Nächste ist Schmerzunterdrückung, verkürzt die Schadenserholungszeit. Sehr schön. Und das war Folge 3, vielleicht sogar Folge 4. Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken, wie ich es schneide. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei Folge 4 oder 5. Bis dahin, euer Leitjan. Macht's gut.